Hallo, liebe Nerdstar-Zuschauer und natürlich wie immer die wunderschönen und geschätzten Nerdstar-Zuschauerinnen. Es ist eng geworden hier auf dem Sofa. Wir spielen eine weitere Runde Horror-Gameplay. Alien Isolation. Mr. Pieper ist ja bei der Reihe mit dabei und eingeflogen aus Kasachstan. Mathisel! Moin Mathisel, freust du dich, dass du auch Horror-Gameplay mitmachen musst? Komm Mathisel, wir spielen ein paar Kartenspiele. Haben wir gesagt. Und er so, okay, ich komme, gerne. Und dann, du spielst dann auch noch ein bisschen Horror mit. Du weißt schon, dass Fighters Horror dann ist? Warum macht Spaß, haben sie gesagt. Warum macht Spaß, haben sie gesagt. Du erschreckst dich nicht, haben sie gesagt. Bevor wir anfangen, ein ganz kurzer Hinweis. Die beim letzten Mal so sehr gefeierten und von mir gehassten Spenden-Alerts, die mit lauten, furchterregenden Geräuschen bestückt sind, sind in der ersten Hälfte des Horror-Gameplays jetzt erst einmal ausgestellt. Es gibt so ein kleines Verbindungsproblem zu unserem Alert-Programm, zu unserer Alert-Software. Das machen wir so nach einer halben Stunde, machen wir eine ganz kurze Pause und dann probieren wir da nochmal eine Neuverbindung. Damit ihr natürlich uns leiden lassen könnt. Jetzt erst einmal ohne, also haltet euch da zurück, es wird Momente geben. Also, Alien Isolation, wir sind zuletzt, wir sind da geendet. Ach, da ist schon das Ende, ne? Genau, das ist jetzt das Ende. Machen wir Ende, ne? Wir hören jetzt auch auf. Jetzt ist vorbei, das Spiel ist jetzt vorbei quasi im Prinzip. Axel Schacht ist ja jetzt beim letzten Mal unglücklicherweise durch einen Arbeitsunfall in diesem Rohr, glaube ich, das war ein Rohrkrepierer, würde genau, ich sagen. Genau, ein bisschen Axel klebt da noch. Ja, so ein bisschen Axel ist noch übergeblieben hier. Genau, das Alien ist beim letzten Mal zum Finale prompt aufgetaucht und ich weiß auch die ganze Zeit wieder. Ja, ich glaube, das ist hier irgendwo. Und genau, das ist nämlich der Punkt. Ab jetzt kann es jederzeit überall auftauchen. Das ist natürlich glorreich gut angefangen, dass ich jetzt hier auch anfange quasi, wenn die Gefahr eigentlich im Prinzip losgeht. Ich weiß gar nicht, wo bist du? Letztes Mal sind wir von hier gekommen, meine ich. Ich glaube schon, ja. Dann müssten wir jetzt unglücklicherweise hier lang. Ich finde gar nicht geil, dass wir das spielen, ne? Muss ich erst mal so nicht irgendwie meine Little Pony oder was? Der Steuerung kurz vertraut. Alter, was machst du da? Ich hab mich jetzt voll erschrocken. Ich hab nur die Map aufgemacht. Alles oh Mann, gut, Alter. Man hat's gehört, glaube ich. Ja, irgendwas kaputt. Ja, ich höre ganz Zeit Scheiße, Mann. Ich hab die Box genommen in meinem Ohr hier. Das kleine Info für dich. Wenn du das Alien siehst oder so, versteck dich. Also? Einfach verstecken, dunkle Ecken, nicht keine Geräusche machen, gar nichts. Ja, hat man mir auch schon gesagt. Ich soll auch Rennen vermeiden nach Möglichkeit. Alle möglichen Geräusche. Und Furby hast du auch vor dem Furby weg. Ich hoffe, der kommt hier nicht. Genau. Mag Furby. Und das nämlich auch das Ding, wir können das Alien hören. Deswegen am liebsten, liebe Regie, den Sound hier auf der Box so laut wie möglich, aber nicht, dass es zu laut auf unsere Mikros ist. Da müsste jetzt. Hast du mit so eine Scheiße mal aufhören? Feines Händchen, weißt du. Feines. Hast du auch noch eine Wechselbuchse für den Mathisel dabei? Ich glaube. Haben wir alles. Das ist gut. So, warte mal. Warum müssen wir denn jetzt. Meine Pumpe, ne? Wenn wir den Pulsmesser bald mit, wenn ich den bald besorge. Dann ist sie vorbei. Ja, was sind da wie Slendermans an der Wand? Oh, Dirk, wenn du mir ein Wasser zapfen könntest? Das sieht doch dann auch aus. Call! Transit rufen! Ja, hallo, Transit? Dreh dich mal um. Ist da was? Hör auf, dich zu schnell! Da hinten war was. Ich schwöre, da war was hinten. Ich hab da auch, glaube ich, was gesehen. Das ist wahrscheinlich jetzt extra so ein bisschen, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ja, Alter. Das ist mir zu kacke, ne? Ich glaube, ich kriege eher wegen dir Angst als wegen dem Spiel. Oh. Alter, was ist das für ein Scheiß, Mann? Wer baut denn solche Effekte? Wir wollen jetzt die Alter bomben. Oh oh. Hey, warte mal, ist das. Was mit der. Bist du mit der hey, lauf mal in diesen Transit rein, nicht, dass das Spiel gleich hier irgendwo kommt, Alter. Ja, ich guck mir jetzt mal so ein ne? Ist ja schon da, ne? Oh, ist die Bahn da? Die Bahn ist, glaube ich, da hinten. Da muss ich zu. Mach nicht wie Marci, steig nicht in die falsche ein. Aber es leuchtet grün. Ja, ja. Das leuchtete gerade auch schon grün, aber ich glaube. Ey, Alter, wo kommt der ganze Nebel auf einmal her? What? Da hat sich ja gerade was bewegt, oder? Nein, mach die Tasche lapport. Ganz unauffällig die Tasche nach gemacht. Ich wollte mich eigentlich ducken, weil ducken ist auf C wie crouchen und F wie Flashlight, nicht nah beieinander. Wieso nicht auf T wie Taschenlampe? Ja, ist ein. Glaube ich aus England, sag ich schon, aus dem englischsprachigen Raum das Spiel. Lorenz Sistech-Turm. Gehen Sie da hin. Ja, machen wir es doch mal. Ja, das war's. Das Spiel ist vorbei. Wir sind jetzt entkommen. Natürlich nicht. Ja, du bleibst doch schön hier. Ein paar Spielstunden hat das leider. Wie viel hat das? 1 Million. Das ist so ein Sandbox Self-Generating Game. Genau. Es generiert sich immer neu, es kommen immer mehr Monster, immer heftigere Monster, immer größere. Aber nackige Monster.
Na, ich glaube. Kommen ja auch Monster in. Das Spiel ab 18, nicht ab 16. Kommen ja auch Monster in Monster. Warum muss ich jetzt hin hier? Wo ist die Tür offen? Da. Monster in Monster, also Monsterception-mäßig. Ja, komm bestimmt auch. Komm bestimmt auch. Ja, finde ich gut. Gott. Speichern! Nee, doch, nein, was anderes. Das ist ja, so ein kleiner Computer, warte mal. Nutzen Sie eine neue Verkabelung, um Systeme im umliegenden Bereich ein- und auszuschalten. Systeme teilen Sie begrenzte Stromversorgung, bla. Verfügung an reinzuschalten. Maus, um einzusehen auf Karte, bla, rechte Seite, bla, Position, bla, bla, bla. Bewegen Sie sich in neue Bereiche, starten Sie Ablenkungsmanöver und experimentieren Sie mit Serverpool. Alles klar. Ja, wie soll denn sowas hier checken? Das kriegen wir, ich habe zwar keine Ahnung, was ich machen soll, aber das kriegen wir schön. Ich soll jetzt irgendwas bewegen. Ja, ein bisschen. System wählen, Taste bewegen. Ja, welche Taste? Falltaste? Nee. Nee, dann macht er nichts. Ah, da, er ist gesprungen. Jetzt. Ah, jetzt hier mit WASD springt er, okay. Ah, alles klar. Ah, ja, jetzt habe ich es hier. Ich bin der Hacker vom Dienst. Oder auch nicht. Lautsprechersystem. Das ist nicht Shinky, Alter. Shinky kann das grün machen. Warte mal, du hast einen über. Stromreserven hast du einen. Willst du Lautsprecher oder das System stabil machen? Ah, okay. Guck mal so. Ja, aber komischerweise. Ja, ich bin so. Ah, und jetzt hast du das da aktiviert. Jetzt kannst du da irgendwie hingehen. Okay. Gut zurück. Das ist auch vor allem schlau, wenn du das zeigst auf dem Bildschirm, wenn die Zuschauer nicht wissen, was. Ja, aber. Ey, Mr. Peter, ich bin Pro Let's Player seit 24 Jahren. Du bist ja YouTube-Partner, oder nicht? Ich war YouTube-Partner, der größte Partner in Deutschland übrigens. Achso, der ist so versteckt, Alter. Ja, lesen, Alter, und dann erst drücken, ne? Ey, das Verstecken ist so laut, ne? Das macht dich total kirre im Kopf. Können wir da, ey, das macht mich nicht dieses. So, warte mal, Karte. Das drücken, dieses. Ah, das ich glaube, es ist ein Tucken zu laut. Das nee, das ist okay, so, das ist so. So sollten wir jetzt spielen. Guck mal, da steht der Slenderman mit zwei Mädchen, Alter. Ja, da war ich ja gerade dran an dem. Da warst du dran, aber du hast jetzt irgendwo in der Mitte was freigeschaltet. Ah, guck mal, hier ist doch noch so ein Apparillo. Erste Rätsel im Spiel. Wir scheitern. Guck mal, komm so, mal. So, jetzt, warte mal, Lautsprecher haben wir auf der einen Seite aktiv. Jetzt hier das andere aktiv, das passt doch eigentlich nicht. Dann machen wir den mal aus und den hier an. Was ist das, Stereo jetzt oder was? Ich check das hier gerade nicht. Also ich weiß nicht, ob ich zu blöd Wir müssen mal überlegen, was ist überhaupt Phase? Wir sind jetzt hier gelandet. Gibt es irgendwo eine Tür, wo wir hinwollen? Da sind wir hergekommen, ne? aus der einen. Da ist noch so ein Ding, guck mal. Ja, hier. Da sind wir raus. Da sind wir raus. Dann gehen wir nach links, da war eine Tür offen. Hier, da. Ja, hier gibt es noch so einen Trip. Da speichern erstmal. Hör auf mit der. Ich finde dafür, dass du. Jedes Mal, wenn du speicherst, ne, solltest du echt so einen inneren Tod sterben. Das ist echt mies. Du speicherst in jedem Pups, ey. Ja, wichtig ist das. So, ihr habt auch leicht gestellt, oder? Nee, Mittel. Ach, hätte auch schwer stellen müssen. Mädchen. Ach, du wolltest das nochmal in schwer komplett alleine durchspielen. Nee, im dunklen Raum, habe ich gehört. Das finde ich gut. Das gucke ich mir gerne an. Sesam, öffne dich. Das sieht ja schon ganz gut aus hier. Du hast auch so einen Bodenblick wie Matisse drauf beim Videospiel spielen. Das macht mich verrückt. Auf dem Boden kann nichts passieren, Alter. Ich erkläre es dir seit 4,5 Jahren. Das Alien kommt aus allen Himmelsrichtungen und von oben, von unten ebenso, habe ich gehört. Oh, nee, ey, pass. Oh, da ist ein Schacht. Schachtele, Pachtele, klettern. Axel? Oh, da lag was. Oh, ja, dann habe ich an Axel F gedacht. Oh, Jesus Christ. Warum? Ich habe dunkel. Ich habe ehrlich gesagt immer an Axel Stein gedacht. Die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, warum ich den die ganze Zeit im Kopf hatte, aber. Ich mach mal wieder aus. Mal Gameplay. Wir reden über Axel Stein. Warst du ein Teufel? Achso, das spricht jemand. Ist ja Synchro. Hallo? Da ist jemand? Bleib dich zurück! Ja, ja, ist ja gut. Ey, wow! Beruhig dich, Brauner, beruhig dich. Diese Leuchttafel sind Karten, bitte aufsammeln. Hier ist jemand! Ja, das war. Ich glaube, wir sollten abhauen. Ja. Geh mal da, renn mal da gerade durch. Hallo, Guys, ein neuer Haar. Aber. Ah, zu. Der ist natürlich zu. Das war klar. Aber ich glaube, die ist jetzt auch abgehauen hier. Die ist hier gar nicht mehr. Da ist das Grüne. Da looten wir doch mal. Looten Schrott. Und. Ja. Wir brauchen, wer braucht nicht Schrott? Taschen voll mit Schrott. Nee, was haben Sie dabei? Ich hab Schrott. Hier kann man craften in dem Spiel, deswegen ist das gar nicht mal so sinnlos. Hat Gond das auch schon letztes Mal? Genau, zu holen. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Geh sofort nach Hause. Würde ich gerne. Warum machst du das nicht? Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt, so aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurchgesehen. Sprich mit niemandem. Niemand kann wissen, wo du hingehst. Ich werde sobald ich kann zu dir kommen. Whisky nehmen wir erstmal mit hier. Setz mich hin. Also, wir müssen einen Molotow bauen oder so, ne? Ja, denke ich auch mal. Das ist ja das Einzige, was.
Schnaps im Videospiel gut ist. Außer in den manchen anderen Job zu betreten. Außer man will die Schmerzen nicht so spüren, wenn das Alien kommt und unflätige Dinge mit einem tut. Also lässige Sessel, oder? Boah. Alter, das ist jetzt echt dein Ernst? Du hast auf die Sessel geachtet? Ich habe auf alles geachtet. Aber ich habe auch nicht auf die Sessel geachtet. Lässige Sessel, ne? Wir spielen geil. Lässige Sessel bei alles. Wenn du Marcel zu einem Video schreiben würde, lässige Sessel. So Fazit am Ende. Ich liebe den Look. 9 von 10, lässige Sessel. Ich liebe den Look von dem Spiel. Ohne Witz. Er ist richtig schön. Was liebst du denn? Da ist noch was Grünes. Ja, ach, hier ist wieder so ein Apparat, glaube ich. Muss irgendwie aufsammeln, haben sie gerade im Chat gesagt. Aufsammeln? Was aufsammeln? Ach, guck mal, hier ist schon wieder Luft rein. Hier ist schon wieder ein stabiles System. Ah, guck mal. Da können wir dann an jedem Apparillo hier wahrscheinlich was anderes machen. Ah, mit dem Luft. Also, jetzt machst du Rauch. Dann kannst du besser abhauen. Ah, ja, das ist natürlich. Und ich sehe jetzt auch nichts mehr, aber. Außer so ein bisschen. Okay. Aber das bedeutet, wenn du hier dich verstecken kannst, dass eventuell. Ja, mich hat das ja schon stutzig gemacht, als wir in der letzten Folge uns da schon verstecken konnten. Kevin hier kommt. Ob man dann nochmal wieder hin muss, weil das Alien kam da ja noch nicht. Deswegen finde ich das ein bisschen strange eigentlich. Ein bisschen Stranger Things. Warte mal, sind das Schritte? Irgendwas klickt da. Hier ist was anderes. Tick-Tack, die Zeit läuft ab. Alter, was soll denn der Scheiß jetzt hier? Ach, hier war die Sessel. Ja. Ja. Die sind ja überall. Hier, guck mal, hier sind auch noch welche. So, warte mal, wo muss ich denn jetzt mal hin? Steht das auf der Karte nicht irgendwo? Ach, guck mal. Ah, ja. Karte öfter mal checken, macht Sinn. Da ist wieder ein Schacht. Da war das jetzt oben oder unten? Oben. Oben in der Mitte. Nee, wahrscheinlich doch unten. Beide dumm wie Brot, ey. Aber die Tür, die ist wahrscheinlich zu und die müssen wir öffnen. Ich denke auch mal. Oh. Ich meine, die ist zwar hoch. Oh. Alter, was ist denn das für ein Scheiß, Alter? Den Sicherheitsmechanismus. Try and error. Kevin, komm. Ja, Weg finden, um das Ding zu reparieren. Alles klar. So, was sagt die Karte? Die Karte Da speichern, aber sonst verrät es nichts. Und nur in dem Bereich gibt es an. Wahrscheinlich irgendwie dann links runter. Dann gehen wir jetzt mal geradeaus und dann gucken wir mal, dass wir uns mal links halten. Warte mal. Oh. Nicht riskieren? Okay. Wir werden sie finden und töten. Bitte nicht. Ist doch nicht schlau, sie mitten im Raum zu ducken. Hier lang. Ja, ich versuche ja deswegen, weil ich nicht weiß, von welcher Richtung die kommen. Mich hier an der Rezeption oder so, wenn das ist, zu verstecken. Nimm den Stift. Mal einen Frosch an die Decke. Kann man nicht irgendwas werfen, um die irgendwo... Oh, Gott! Scheiße, Alter! Wow! Alter! Nein! Er ist gestorben! Wer ist denn jetzt dann? Marci? Stich, Stück. Eigentlich? Schnick, Schnack, Schluck! 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 Ich hab keinen Bock! Du bist. Nee, Schere steckt Stein. Achso, ist das so eine Superschere mit Lasercutter oder was? Nur schärfen. Ey, da hab ich jetzt ja, auch. Ja, Leute, nicht das war's dann auch heute mit dem Horror-Gameplay. Muss ich draufdrücken jetzt, ne? Ja. Wäre nicht schlecht, ja. Deswegen sage ich immer speichern. Scheiße, ey, da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, okay, dass sie jetzt so. Man geht aber schnell down, ne? Das ist echt Wahnsinn. Holy Macaroni, ist das. Das Erste, was er herausfindet, ist, wie man Leute verprügelt. Also ganz so wehrlos bist du glücklicherweise nicht. Aber ich glaube, das Ding gegen das Alien hast du keine Chance. Muss ich jetzt nochmal hin, wie öffne ich die Map? Mit M? Mit Tab. Okay, wir müssen nochmal da hoch. Ich glaube, das ist ja, jetzt musst du nochmal dahin. Ja. Ich glaube, die Sachen muss er auch noch mal aufsammeln, weil alles, was bei dem letzten Speichern passiert ist, hat er nicht mehr genommen. Nee, du warst da oben richtig. Dann gerade durch da weiter. Ja, durch die Tür rechts. Da ist die Perle, die auf dich. Aber mach diesmal nicht den gleichen Fehler wie ich am besten. Oder doch, damit ich gleich weg bin. Nein, Quatsch, du machst das schon gut. Du kriegst das bestimmt jetzt durch in einem Rutsch. Nehmen Sie den Aufzug zu Seeking Communications. Oh, oh, oh. Ich bin aber ein Trottel. Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Oh, die Fessel. Jetzt mag keiner. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreisistin dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Alles klar, kein Problem. Ich bin jetzt mal weg hier.
Die kam von da, ne? Von rechts jetzt. Ja, ich lauf weg. Ich glaube nicht, dass wir zurück müssen. Ich glaube doch. Ja, da links wollte ich nämlich eigentlich lang. Ja, wollte ich auch. Genau das war mein Plan. Aber da war ja dieser Kreis auf der Map, aber... Ach genau, zur Axel Schacht da wieder rein. Na, Axel Schacht. Ich ist mit nach einem Schacht, Axel Schacht. Axel Schacht. Oh, Matisse. Was ist hier? F. T. War hinter den Dingens? Eine Leiter? Oh, Alter, kannst du mal... Ach, hinter dem Gitter. Ach so, ja gut. Ja, natürlich, Shot einsammeln. Das ist ganz wichtig in dem Spiel. Hey! Wo bin ich jetzt? Hier läuft zurück, ne? Scheiße, ich weiß nicht mehr, wohin. Ja, in der Richtung. Dude. Das war schon gut. Warum ist das so aufgegangen? Ist einer hergegangen? Und so öffnet sich der Hahn. Ist da einer lang gelaufen? Ja. Ist auf jeden Fall aufgegangen. Der ist nach links gelaufen. Hast du gesehen? Ja. Such du da? Wo ist die alte Zille? Nee, ich glaube. Die hat den Herd angelassen? Ich hole ja ab, Alter. Das ist mir alles zu, ein bisschen zu crazy hier. Ich bin crazy. Das ist Alien Isolation, wie Matisse. Ich glaube, 10 Stunden im Schacht drin steht. Das ist der Schachtsimulator, Alter. Bist du wohl sicher? Ich glaube, hier ist es sicher im Schacht. Ah, Dude. Außer die kriegen raus, dass du im Schacht sitzt. Dann glaube ich nicht mehr, dass es da ganz so sicher ist. Aber man munkelt. Bin ich jetzt am Kriechen oder bin ich? Was mache ich auch nicht? Doch. Gehe ich standardmäßig die ganze Zeit? Nee, eigentlich nicht. Wie im Tattletale-Dingens bist du wieder ein kleiner, dicker Junge aus Asien, der nur League of Legends spielen will. Jetzt haben wir 2 grüne Tore. Das eine war eben nicht grün. Oh, fuck it, ey. Hab ich nicht drauf geachtet. Ist das hier richtig? Dann steh auf, Mann! Die steht oder ganz kommen wir hierher? Ah, hier kommen wir her. Hier kommen wir her. Ich glaube, du musst den anderen Weg gehen, Matthias. Ich glaube, du musst... Nein, ich glaube, ich gehe den richtigen. Alles klar. Ich tendiere auch zu dem Dingens da. Nein. Ja, aber hier waren wir ja schon. Ja, warte mal, aber ich glaube, hier ist richtig. Das ist, wenn ich jetzt zurückgehe, schießen die mich doch, die Arschnasen da. Ja, ich weiß halt nicht. Du musst halt den vorbei sneaken. Ich weiß halt nicht, wenn du durch den Schacht da durchgehst, weil da müsste das... Warte mal, wir kommen. Ist auch grün. Na. Das ist, guck gleich nochmal auf die Karte drauf. Gerät unzureichend. Moment. Der Gerät... Tab. Tab. Ja, weil wenn er jetzt mit... Was ist hier noch? Guck mal, hier sind noch 4 Räume. Haben wir die schon abgecheckt? Haben wir nicht. Was haben wir denn hier noch? Guck mal, hier, von hier kommen wir ja, oder? Genau, hier war dieser... Das müsste... Ja, nicht direkt. Ich streiche diese Maus nur. Guck mal, warte jetzt mal. Hinter dir, war das offen? Das? Ah, ne, ist nur ein Schrank. Das ist versteckt, glaube ich. Das ist Theo Schrank. Ich weiß nicht, wer Theo Schrank ist, aber ich meine, wenn wir schon Axel Schacht haben, dann können wir auch Theo Schrank haben. I don't know for what this is, but I do it. Maustaste, beide linke und rechte und jetzt A, ja. Ja, Alter, was ist das denn, Alter? Du kriegst ja gar nicht hin, die Scheiße. Was mit dem auch, Hut, der am Boden liegt? Hat er was? Ein Looten? Hast du das vorher auch schon gemacht? Ah, guck mal hier. Bindemittel. Medikit. Mit R nimmst du alles. Mit R nehme ich alles. Alles mitnehmen. Was sagt er mir hier die ganze Zeit jetzt, die Alte? Hat er gar nicht gesagt, gehört? Das ist so, ah, da kannst du sie jetzt mit den Lautsprechern. Ja, mach mal das instabile System vielleicht mal aus. Das ist vielleicht. Geht das nur auf 1? Mit E. Und dann rüber auf das andere Ding mit D. Dann nochmal E. Genau. Ja. Weißt du, du sollst nicht einfach einsammeln erstmal? Ja, ich weiß. Ich glaub nicht, dass du die mitnimmst. Die bleiben in dem System. Was ist ausnehmen? Das sind die Stromreserven von dem System. Ja. Mhm. Okay, dann lasse ich das erstmal sein. So, jetzt ist da hinten ein Lautsprechersystem an. Es laufen die wahrscheinlich dahin. Okay, warte mal dann. Mal an. Ach, das kann natürlich auch sein, um die zu verwirren dann, ne? Mhm. Wo komme ich denn jetzt aus dieser Witze? Kuh. Oh Gott. Hör ich Schritte? Eindeutig. Oh, lauf weg, lauf weg, lauf weg! Sauer. Lauf weg! Was habe ich da getan, Alter? Hör auf, mich ja so anzuschreien, Mann. Ich scheiß mir gleich voll in die Buch. Warum schweigerst du jetzt in dieser Situation? Wenn die jetzt weiter wegläuft, dann ist das ja okay, dann passt das ja. Fragen die das immer? Ja. Ja. Okay, ich dachte, vielleicht bin ich jetzt so schlecht, dass ich jetzt schon frage. Willst du wirklich überschreien? Ganz sicher? Ja, aber die eine ist auf jeden Fall hinter dir, die ist jetzt schon mal da nicht mehr. Das ist doch schon mal gut. Was ist hier? Da war ich schon. Ah, hier rechts, da war zum Beispiel der Schachter. Da wärst du, glaube ich, rausgekommen auch. Ja.
Dude. Du machst mich verrückt. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Sachen machen, die machen mich total kirre in den Kopf. So, hier müssen wir was suchen. Was denn, Kevin? Das muss irgendwo sein. Nee, dieses System-Dingsbums, was uns fehlt. Oh, Vorsicht, da rechts ist einer, da ist einer. Oh, oh, da ist ein Dude. Böser. Ja, du musst schon da rein, du musst dich da rumschlagen. Alter, wie soll ich das denn machen, Alter? Ich bin, guck mal, die ist gefühlt 5,40 Meter groß. Boah, ey, du kommst mit Klamotten hier an, ey. Hier ist nix. Ich dachte, ich wollte uns verstecken. Boah, Dude. Warum? Geht in den Raum und sucht deine scheiß Daten. Bin ich doch! Hier, schickt im Schacht, Erdungsschacht freigeschaltet. Mann, Alter, fuck off! Ich hab noch nie gesehen, dass wenn man in den Schacht reingeht, damit Errungenschaften. Nee, muss auch 26 Mal machen, damit das passiert. Das macht keiner normal. Krasser Scheiße. Du bist aber wahrscheinlich auch der Einzige, der dieses Achievement haben wird. Man nennt mich so, haben wir es jetzt. Du warst bis zum 100. Mal jetzt hier. Schachten, Matisse. Man nennt mich auch Schachtel der Pachtel. So, warte, wo ist der? Da. Okay, jetzt einfach nach links. Wir schleichen. Ich wollte gerade sagen, wenn du da jetzt lang schleichst, so ganz chillig. Ich glaube, der ist doof, der sieht dich nicht. Also nicht bewegen, nicht bewegen. Der dreht sich um. Der hat gezuckt, die Ratte. Der dreht sich um gleich. Ey, oh! Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wenn er dich jetzt schon nicht sieht. Ah! Oh Gott! Oh mein Gott! Das ist doch nicht mal das Alien! Der hat geschossen, Mann! Überscharf die Munition! Lauf! Ja gut, mit Platzpatronen wäre langweilig, ne? Fuck! Ich weiß, wie ich mich verstecke. Geh da rein! Ah! Lauf! Und jetzt da und dann schnell rechts. Dann haust du ab. Das checkt der nicht, der ist doof, bestimmt. Hoffe ich mal. Lauf, 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 mach mal die Taschenlampe aus, genau. Jetzt lauf, lauf! Oh, warum schließt du immer das Spiel? Mann, was soll ich denn tun? Ich bin am Leben. Jedes Mal! Halt die Fresse! Nur den Scheiß, ich bin tot! Hier! Große Fresse und nichts dahinter! Mann! Ey, du gehst nicht dumm! Oh, Mann! Ah, oh, Leute! Kein Problem, pass auf. Hast du aber gut gemacht, hast du aber gut. Ein Scheiß hat er es gut gemacht. Ja, aber das kriegst du bestimmt auch beim nächsten Mal noch besser hin. Ich brauch meine, sauren Glühwürmchen. Ey, vielleicht kann man die K.O. schlagen. Ja, die haben Waffen, bist du. Ja. Ich hab auch, bloß einen fucking Hammer, Alter. Ja, wenn du die von hinten überrascht, kann ich mir das aber echt gut vorstellen. Aber, ja, aber dafür ist vom Mr. Neumann klug, Alter. Das ist Kacke. Oh, da oben kommt der Hunde. Ich glaube noch immer, dass wir mit Waffen nach. Ey, Mann, Alter, was wollen die nicht denn töten, Mann? Bleib stehen, sagt er. Die sehen dich nicht, sagt er. Ja, ich schwöre, der ist schon gekommen. Hast du den wieder gezuckt, der eine Typ? So, ich wusste, okay. Ey, ich war mir aber auch nicht sicher. Das war der Moment so, wenn du jetzt atmest, stirbst du. Ich war mir aber auch nicht sicher. Ich habe wirklich gedacht, weil der da einfach gestanden hat und die ganze Zeit in die Richtung geguckt hat, dass er es nicht gerallt hat. Aber ja, auf einmal kriegt er so übersinnliche Fähigkeiten. Gar nicht Angst an unterwegs, oder? Oh, da warst du, auch? Warum ging das jetzt wieder zu? Siehst du ihn? Dude, warum gehst du nicht da rein? Der ist da oben. Da oben ist er. Scheiße. Oh fuck. Lauf doch jetzt in dieses Scheiß-Tür, Idiot! Geh nicht auf! So mit Stück! Ja, ist doch nicht so einfach, ne? Warte mal, immer noch hoch! Oh Gott, noch einer! Oh Gott! Nein! Ah! Oh Mann, die sind auch echt überall. Verdammt, Scheiße. Ey, ihr wollt wohl heute nicht spielen, hab ich das Gefühl. Ja, wie dumm, ne? Ich wollte es echt mal ausprobieren jetzt und ihr? Er checkt das gar nicht, dass wir uns extra stellen, damit er... Das war mir aber auch gerade nicht so schlecht eingefädelt, muss ich sagen. Ey, Datenzellen finden. Sind das nicht Datenzellen in diesen Speicherdingern? Ja, nur wo man da hin muss, weiß ich jetzt nicht. Meinst du, die da einfach rausmachen und dann hast du die mit? Ja. Das ist das Einzige, was Sinn ergibt. Ist das so? Matthias meint ganz am Anfang und dann so die, bei dem Computer, wo wir den Strom verteilen. Einfach auf kein Ding ins Geben. Aber nee, das sind ja keine, das sind keine Datenzellen. Steht da nicht Datenzellen? Strom. Was steht da? Strom. Ja, da kannst du ja irgendwas, das sind einfach nur solche Apparate zum An- und Ausmachen für irgendwas. Aber ja, genau, ja. Aber was? Ich glaube. So, pass auf, ne? Die eine Bitch ist jetzt irgendwo hinter dir und da sind zwei in dem Raum. Zwei Bitches. Das ist ein Bitch-Club, alles ein Dinger. So, warte mal, wo ist denn der Otto?
Fühlt sich einfach so falsch an. Wie kommt das denn? Fühlt sich so falsch an, einfach ohne mit der Wimper auf Leute zu zucken, Alter. Nicht fragen, wer bist du, was hast du? Bam, Alter. Warte, pass auf, wo die hingehen. Lass ja, mal einmal. Ja, die kommen runter, beide. Aber das ist auch gut, wenn die zusammenbleiben. Das ist ein Friedhof, oder? Dann machen die Sex. Wie läuft ein Alien rum? Irgendwo mitten im Raumschiff. Ey, ganz ehrlich, da tot an jeder Ecke. Ich sterbe, Alter. Und woran denkt Matisse ans Pimpern? Wir werden bald schlafen müssen. Ich pack das nicht viel länger. Ich auch nicht! Ach, da ist der Otto. Was sind jetzt so die beiden Dudes hier, ne? Ja, wo ist die Perle hin? Oh, die ist rechts. Ah, also, er guckt in seine. Oh, oh Gott! Überall sind die, Alter! Was ist das, Alter? Das kann doch nicht wahr sein! Sag mal, sind wir dazu blöd? Ich glaube, wir hätten direkt rumsnicken sollen. Und weil du zurückgelaufen bist, sind die jetzt alle überall. Ja, Gott sei Dank hab ich gespeichert, Alter. Sonst hätten wir echt Arschkarte, Mann. Sonst wären wir tot. Ich hab uns safe stated. Ja, aber das Problem ist, die waren ja jetzt gerade schon wieder woanders, als du gespielt hast, ne? Das ist echt strange. Da weißt du ja nie, wo die lang gehen, die Pfeifenköpfe. Ich check hier nur. Lass mich erstmal abchecken, Alter. Das ging zwei Wände gelaufen. Ich hab eh gedrückt, um zu checken, ob man da aufmachen kann. Grünes Licht, aufmachen. Ah, Klugscheißer. Ja, da. Warte mal. Rechte Treppe neben der Speicherstation soll man nehmen, sagt er. Ja. Welche Treppe? Warte mal, hier ist eine Speicherstation. Nee, da rechts ist eine Speicherstation. Da ist eine Speicherstation. Ja. Genau. Da die rechte Treppe. Wer war das? Danke. Ein Kollege von mir. Also. Schöne Grüße an dich, Arni. War letztes Mal auch schon dabei. What the fuck? Das ist woanders. Neue Dimensionen öffnen sich mir. Ah! Oh. Ah. Kattenzelle finden Sie hier. Aber gut, ich meine, wenn du jetzt die rechte Treppe hochgehst, kommst du genauso wie mit der linken da hoch, ne? Ja, das hat ja wirklich keinen Sinn. Gleich ist es soweit. Geh da mal gerade. Da werden die Zuschauer mal hören, wie sich Mikro im Hintern anhört. Ey. Wow. Geh die linke Treppe. Warte, die, ja, da. Die Kante, ja. Ja, warte, bin ich doch her. Mann, Alter, ich lauf doch schon seit einer Viertelstunde hier lang. Ich bekomme irgendwie, glaube ich, dass ich doch hier hin muss. Drück nochmal M. Das ist für die beste Folge. Tab, sorry. Ja, das ist da in diesem großen Raum, oder nicht? Ich weiß, wie man da hinkommt, Alter. Wir müssen da hoch. Ich weiß, wie man da hinkommt. Pass auf jetzt. Okay, alles klar. Jetzt bin ich gespannt. Pass mal auf, was jetzt kommt. Denn es gibt nur einen. Jetzt kommt der Hacker. Oh, fuck doch nicht, Alter. Was? Warte mal, ich hab mich wow vertan, Alter. Warte mal. Ja. Merkst du selber, ne? Ja, in dem Schacht, ne? Da war ja eine Leiter, aber die war ja hinter einem Gitter. Das ja, war ja deswegen, ich dachte, pass mal auf, wenn ich. Das Problem ist. Ah, ne, hier kommt die Tür dazu. Und hier ist. Kann man dieses Gitter kaputt machen oder so? Bei der Leiter da drin? Also da stand keine Option, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber weiß ich nicht, bin ich blind oder ist das da, wenn du da jetzt den Schacht da runter gehst, da zu dem Raum, die Verbindung? Nee, da sind wir wieder da, wo wir eben waren. Okay. Ach ja, stimmt ja, da wo man reingekommen sind. Wir müssen in die Lobby, und dann da hoch. Wir. Genau, aber wir müssen hier hoch, da ja, oben rechts, oben rechts. Da müssen wir, glaube ich, in diesem großen Raum, wo die Typen mit der Knarre sind. Da aber müssen du musst wir da jetzt durch. Ich ahne da Böses, aber. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wo die Arschnasen sind jetzt. Ja gut, die werden sie mit Sicherheit gut verteilt haben wieder, ne? Hört ihr das? Wir schaffen das Versprechen. Oh, pass auf, da ist links, glaube ich, einer. Ja, ich glaube irgendwie auch. Was passieren hier, wie wilde Dinge, Alter? Hört ihr das? Was ist denn das, Alter? Achte mal auf den Chat irgendwie, dass wir uns helfen jetzt nicht. Ja, ich guck schon gerade die ganze Zeit. Wir müssen, glaube ich, doch hier runter. Nee, rechts. Da. Wir müssen da hoch und dann rechts gehen, oder? Genau. Ja. Irgendwo, wir müssen rechts hoch. Aber pass auf, da ist direkt ein Typ. Oh, da ist auch einer, da ist das auch. Das wird nichts. Oh, Scheiße. Nee, da unten ist nicht hoch. Du musst das, du hättest hoch, du musst. Damit gehen wir
Ja, jetzt schon Pause? Ja, machen wir eine kurze Pause. Finde ich gut. Eine ganz kurze Pause.